gibt kein Zurück mehr. Gehörst hier nicht her? Niemand stellt sich Persephones Wachen. Vom Sieg kannst du schweigen. Sag deinen Namen, oder du bist der Nächste. Oh, ich bin Hermes.
Da du eine meiner besten Schöpfungen in den Händen hältst, musst du von Pythagoras abstammen. Ich weiß, warum du hier bist. Du musst dir seine Kraft zunutze machen. Und wie ist dein Name? Der Stab nennt mich Hüterin. Aber du kannst mich Cassandra nennen. Was ist das hier? Hüterin? Ein toller Name, der große Abenteuer verspricht. Dies ist das Paradies Elysion, in dem die mächtige Persephone höchstpersönlich waltet. Das Elysion war ein Geschenk ihres Gatten Hades. Dieses wundervolle Reich, das sie gestaltet, ist ihre einzige Freude in der Unterwelt. Sie ist seine Gefangene. Aber sie nimmt sich ihre Aufgabe mit viel Gelassenheit an. Das Elysion, die Ruhestätte der Helden. Als kleines Mädchen träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Aber warum sollte Persephone mich angreifen? Die meisten Herrscher nehmen unvorhergesehene Eindringlinge nicht auf die leichte Schulter. Und einen lebendigen Menschen hier zu sehen, ist höchst unerwartet. Ich soll Prüfungen meistern und irgendwann hier rauskommen. Es gibt ein großes Siegel und der Stab spricht. Alles ziemlich kompliziert. Wenn du erlaubst, werde ich es dir erklären. Der Stab ist ein Geschenk, kein Spielzeug. Er kann Schlüssel oder Waffe sein. Oder ein Weg, um die ewige Macht zu erhalten. Hier kannst du lernen, ihn zu führen, bevor er dich führt. Und dann führt noch ein Tor aus dem Elysion heraus. Du gelangst nur mit Persephones Zustimmung hindurch. Und die bekommst du nie. Ich muss zu diesem Tor. Sprich doch mit ihr. Wer weiß, vielleicht kann sie dich überzeugen, zu bleiben. Oder du findest Hekate, Persephones oberste Beraterin und engste Freundin. Oder du beweist dich. Mich beweisen? Wie? Persephone hat Wachen entsendet. Es gibt Berichte über Gesetzlosigkeit in Deukalions Vermächtnis, südlich von hier. Warum ich das alles erzähle? Du sagst ja selbst, es ist kompliziert. Das Elysion sieht vielleicht aus wie das Paradies. Aber alle hier haben ihre Geheimnisse. Ich denke, ich gehe wohl direkt zu Persephone. Nicht so voreilig. Sie muss sich erst wieder beruhigen. Wenn du dich ihr vorstellen willst, findest du sie in ihrer majestätischen Akropolis, hoch über dem Asphodeliengrund. Ich könnte mit Hekate sprechen. Könntest du, aber sie ist nicht leicht zu finden. Die Bewohner von Phereas Zuflucht, welche im Osten liegt, könnten wissen, wo sie ist. Sie würde ich fragen. Vielleicht sollte ich mir Deukalions Vermächtnis ansehen. Persephone mag handfeste Taten. Wir müssen sie unverzüglich ausschalten, wenn es auch nur den leisesten Verdacht auf Ärger gibt. Erzähl mir etwas über dich. Über mich? Das hat mich auch noch keiner gefragt. Ich arbeite westlich von hier in einer Werkstatt. Sie ist bescheiden, nichts Besonderes. Aber alle großen Dinge fangen ja bescheiden an, nicht wahr? Kannst du mir etwas über meinen Stab erzählen? Und wie ich ihn verwende? Finde meine Energiequellen, die Weisheiten des Hermes im Elysium, um dir und dem Stab Kraft einzuflößen. Erst dann kannst du deinen Weg fortsetzen. Vorher wirst du den Stab nicht führen können. Bist du sicher, dass du keine weiteren Fragen hast? Chere. Wenn du mit Persephone alles geklärt hast, sehen wir uns in Minos Zutrauen. Ich bin gespannt, von deinen Fortschritten zu hören. Gerne. Ach, fast hätte ich es vergessen. Meine Erfindung für nicht geflügelte Sterbliche im Elysion. Die Flügel des Hermes. Na los, probiere sie aus!